Und ich sage willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Wir stürzen ab. Nein, tun wir doch nicht. Habe ich euch verarscht. wir spielen Phoenix aus Immortals Phoenix Rising und haben nicht nur gelernt zu fliegen, sondern auch, wie man Berge besteigt, Mauern erklimmt und vor allen Dingen Reittiere gezähmt. Also schnelles Reisen möglich, fliegen noch nicht so weit, aber wir machen die Hauptmission weiter von Aphrodite. Da freue ich mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Also lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Und genau, ich lege wie immer in der Zwischenzeit einfach los. Bist doch nicht etwa Aphrodite? Doch, ja, bin ich. Eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Phoenix, entschuldige, ich bewundere dich so. Du bist das Herzstück der epischsten Liebesgeschichten aller Zeiten. Zugegeben, ein Baum hätte ich nicht erwartet. Aber auch so bist du einfach baumhaft schön. Ach, das ist lieb von dir. Aber der einzige Spiegel, in dem ich mich sehen will, ist das freudige Lächeln der Geschöpfe, denen ich helfe. Wenn ich doch nur alle aufsuchen könnte, die mich brauchen. Aber, ach, meine Wurzeln halten mich hier. Also deshalb hat Typhon dir das angetan. Damit deine Schönheit nicht Schiffe bewegen oder Mut bringen kann. In den Krieg gegen ihn. Ich? Einen Krieg anzetteln? Puh, wie kommst du auf solche Ideen? Wahre Schönheit spiegelt sich in guten Taten. Wahre Liebe bedeutet, sein Leben anderen zu widmen. Dafür sollte der Name Aphrodite schon immer gestanden haben. Hat sie das wirklich gerade gesagt? Es ist mein neues Ich. Meine alte Essenz ist in ein Gewölbe verbannt, von meiner größten Wurzel verdeckt. So ist es am besten. Vielleicht könnte ich dir deine Essenz zurückholen. Ich werde Verbündete brauchen gegen Typhon. Wir müssen an die Hungernden denken. Du sagtest, du musst dich von deinen Wurzeln befreien, um die Hungernden zu füttern, versteht sich. Ich war früher eine schlechte Bäuerin. Ich weiß also, was Pflanzen schadet. Salz. Dadurch verschrumpeln sie. Oh, würde das gehen? Aber meine Wurzeln sind keine gewöhnlichen Wurzeln. Sie sind göttlich. Mächtig. Also brauchen wir mythisches Salzwasser? Oh. Ah. Das ist die Prophezeiung. Perle der Sturmsee. Du warst eine Perle, geboren aus stürmischer See. Der salzige Meeresschaum deiner Geburt. Ja, was für ein kluger Vorschlag. Aber ich kann einer Fremden nicht die Umstände machen, meine Geburt neu zu inszenieren. Und wenn ich um die Umstände bitten würde? Wenn jemand um Umstände bittet, dann wären das unter diesen Umständen gar keine Umstände. Also, so lässt man an meinem Geburtsort Meeresschaum entstehen. Das weiß ich alles schon. Mama hat diese Geschichte geliebt. Opa Uranus hat eine Perle ins Meer geworfen, das Meer schäumte und Aphrodite entstieg daraus. Eine Perle? Opa? Ich bin nicht sicher, dass das so... Genau so geht die Geschichte. Klar, ich bin ganz sicher, dass das so war. Verstehe. Eine Perle mit Schwung ins Meer werfen. Das klingt machbar. Oh, ich danke dir, Phoenix. Dann kann ich in 0, nichts frische Äpfel an Bedürftige der gesamten Goldinsel verteilen. Das ist merkwürdiger als damals mit Demeter. Das hört sich so falsch an. Aber wir machen die Mission natürlich erstmal. War das nicht auch dein Ziel, als du sie gegen ihren Willen mit Hephaistos verheiratet hast? Also ich meine, das, let's go, Baby. Also das war ja nun wirklich zu ihren Besten. Oh, was haben wir denn hier noch so Schönes? Nice. Ha!
Let's go. Und ich finde, die haben das richtig gut gemacht. Nicht nur die Welt ist echt wunderschön und abwechslungsreich und bunt und sieht echt top aus, sondern auch die Erzählungen und, oh, guck mal, Zyklopen, die Gegner sind auch ziemlich nice. So, mal rein da. Holy shit, der gibt mir aber ordentlich Sonderlohr. Jetzt wirft er noch mit dem Baum nach mir, hallo? Geht's noch? Nein, ich bin gestorben. Obwohl ich doch gerade schon am Ausweichen war. Darf ja echt nicht wahr sein. Verdammte Axt, aber den will ich auf jeden Fall gleich nochmal platt machen. Weil das können wir so natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Da, seht ihr, da ist er schon. Zack. Oh Mann ey, ich bleib jetzt mal am Boden. So, Zeit angehalten. Gut ausgewichen. Wie halt einfach wegläuft, gell, die miese Ratte. Nochmal kriegst du mich nicht, mein Freund. Der war knapp. Come on, hin. Gotcha, gleich habe ich ihn. Ja, Wollo. Enges Höschen, Kinders, enges Höschen. Aber geschafft. No problemo, easy tiger. Und das meine ich, also das, dieses Skill-Leveln, dieses Looten, dieses Erkunden dieser wunderschönen Landschaft auch, macht nur Spaß. Dass du Sachen zähmen kannst, auch richtig cool. Schau, zack, 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 zack. Also wir haben ja unser Schwert ein bisschen verbessert, deswegen machen wir jetzt auch in den schnellen Angriffen mehr Schaden. Und was auch cool ist, ist... Ah, die Zeitlupe ist auch immer ziemlich nice. Ah, das ist nicht gut. Wir können ja Sachen hier auch nehmen. Ah, hier zum Beispiel. Gib mir ein bisschen Manja. Oh, mehr Leben. Sehr gut. Können wir hier... Ja, pass auf. Dann können wir Sachen zurückwerfen auf ihn. Bang! Oh, fuck. Gegen den Pavillon geworfen. Perfekt ausgewichen. Perfekt ausgewichen. Ich würde eigentlich ganz gerne mal einen Parry machen gegen ihn, aber er ist schon tot. Ja. Nice. Ja, so macht das natürlich Spaß. Oh, Moment, gibt's hier nicht noch Loot? Ja, siehst du? Ich fast ohne meinen Verdienst sozusagen weitergeritten. Vor lauter Gegner killen. Perfekt. Was haben wir hier unten noch? Nix. Okay. Weiter geht's. Guck mal, hier drüben gibt es auch richtig viel blaues Zeug.
sammeln wir alles ein. Es gibt alles Ausdauer. Cool, das ist echt cool gemacht. Also es gibt einiges zu erkunden, es gibt einiges zu erlooten. Es ist schön bunt, es macht Spaß. Das haben sie richtig gut gemacht. Abwechslungsreich, viele unterschiedliche Gegner. Coole Story, lustig erzählt. Mega Game. So, hallo. Nope. Nope, nope, nope. You've got no chance. Ah, hat er uns in der Luft auch noch getroffen, gell? Und ausgerissen. Perfekt. Gotcha! Also, wir werden immer besser. Ja, aus Angst, dass sie ihn stürzen. Es gab da eine Prophezeiung. Langweilig. Opa hat alles richtig gemacht. Er konnte nicht beide Augen zudrücken. Verstanden? Und die muss ins Meer? Witzig. Aphrodites Geburt ist eine grausame Geschichte. Da ist nichts Grausames dran. Opa Uranos und mein Versagervater Kronos haben gekämpft, dass sich der Himmel von der Erde abtrennte. Das war ja nicht alles, was abgetrennt wurde. Bei seinem Angriff schlug Kronos Uranos. Als die Erde vom Himmel abgetrennt wurde, gab es ein großes Erdbeben. Und eine Perle ist aus ihrer... Oh mein Gott, 500 Meter? Moment, es gab kein... Die Perle flog aus der Muschel an Land. Uranos fing sie und schmetterte sie ins Meer mit so gewaltiger Kraft, dass ein sämiger Schaum aufstieg. Geht mal weiter. Okay, das funktioniert schon mal. Dann weiter runter ins Meer. Da gibt es zwar ein paar Gegner, aber das ist nicht so schlimm. Hallo. Nice. Guck mal, Perry. Ja, Wollo. So, die machen wir auch noch platt hier. Zack. Nice. So, und jetzt? Das Ding noch weiter rollen. Mann, kann ich das nicht schneller rollen? Das darf ja nicht wahr sein. Okay, rolle, rolle, rolle. Rolle die Perle zum Meer. Ist trotzdem cool gemacht. Es macht trotzdem Spaß. Lauf, du bist frei. Du Perle. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich so ein Ding nehmen und dann da drauf werfen.
Nein, das wollte ich nicht. Moment. Kann ich mit dem... Kann ich Sachen zwar kaputt machen, aber... Kann ich da durch? Nee, kann ich nicht. Okay. Mal gucken, kann ich da auf den Vogelsachen werfen? Ali hopp, fang. Geh doch weg, du dummes Viech. Alter, jetzt geht's mir auf die Nüsse. Verpiss dich. Komm mal und weg damit. Weg damit. So, kann ich das jetzt schon schieben? Ja, schieb, schieb, schieb. Ja, gib alles. Ja, geht doch. Komm, zieh, zieh, zieh. Jawollo. Geht doch. Und plumps. Das war dein Fehler, dass du hier runtergekommen bist, bitte schön. Fang. Gotcha, Bitch. Okidoki, und weiter geht's. Mann, was eine Mission, ey. Ich sag's euch, Leute. Ich schätze mal, ich darf hier gleich ein bisschen Pfeil und Bogen schießen. Damit dieses Tor hier aufgeht. 3, 2, Risiko. Go, go, go. Und tschüss. Blubberbläschen. Die müssen wir holen. Na dann. Aus dem Meeresschaum entstieg Aphrodite. Wohlgewachsen und schön wie diese Perle. Ich halte das nicht mehr aus. Zeus, Gaia hat dich angelogen, was Aphrodites Geburt angeht. Ach ja? Dann erzähl mir doch, wie es wirklich war. Dieser Kronos hat gekämpft. Das ist nicht dein Ernst. Irgendjemand ist ins Meer gefallen. Kronos, ihn abgetrennt. Du bist krank, Prometheus. Ich höre. Okay. Warte, sorry, falscher Knopf. So, wir machen eine Schnellreise zu Aphrodite. Können wir das? Irgendwo hier? Schnellreise, jawohl. Am mystischen Tor. Perfekt. Dann bringen wir nämlich den Meeresschaum jetzt zu Aphrodite und dann sind wir mal gespannt, was gleich passieren wird. Nun war der Meeresschaum erlangt. Phönix kehrte zu Aphrodite zurück mit dem Schlüssel zu ihrer Freiheit und dem Gewölbe. Ja, und natürlich die Geschichte, die Aphrodite uns erzählt hat, die stimmt nicht.
Deswegen bin ich jetzt echt gleich mal gespannt, was passiert und ob wir noch gegen die kämpfen müssen. Ob es gleich den ersten Bossfight gibt. Let's go. Reden wir mal mit ihr. Zurück, du liebliches Wesen. Hast du den Meeresschaum? Na sicher. Ach, wie lieb von dir. Bitte, nimm meinen Segen als Danke für deine harte Arbeit. Aphrodites Umarmung. Nice. Mehr Leben, kann das sein? Schnell, gieß den Schaum auf meine Wurzeln. Je eher ich mich bewegen kann, desto schneller kommen die Äpfel an. Hat es geholfen? Als ich dem Schaum entstieg, war ich so liebreizend. Nein, es gibt zu viele kuschelige Wesen, die meine Hilfe brauchen. Ich kann nachts kaum schlafen, wenn ich an ihre süßen Äuglein denke. Und diese Näschen, diese süßen kleinen Stupsnasen. Okay. Okay, okay, okay. Perfekter Parry. Noch ein perfekter Parry. Fuck you. Und vielleicht bin ich tot. Alter. Und tot. Shit. Okay, with the fairy. Zu früh. Harry immer zu früh. Ah, shit. Nicht gut. Leben. Fuck. Ah, ich hatte noch mal versucht zu parryen, aber es hat nicht geklappt. Nochmal, nochmal. Nochmal. Schaffen wir jetzt auf jeden Fall noch in der Folge. Come on, Baby. Achilles, das wird doch gelacht. Nun war der Meeresschaum erlangt. Oh, for real? Phoenix kehrte zu Aphrodite zurück. Alter. Mit dem Schlüssel zu ihrer Freiheit. Ernsthaft? Und dem Gewölbe. So ärgerlich. Ich dachte, wir da extra nochmal den ganzen Weg hin müssen. Warum kann der denn nicht ab dem letzten Speicherpunkt das machen? So ein Käsebär. Die Geschichte werde ich aber dann vorspulen, weil ich wieder nur den Kampf. Du bist zurück, ja. Du Liebling. Na sicher. Zack, 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 zack. So, wo ist er? Der Dicke. Also ja. Martha, Fucker. Ah, oh, nicht gut.
direkt schon einmal gestorben. Ah, das war ein roter Angriff. Den kann ich nicht ausweichen. Schnell mal einen Apfel rein. Ich weich doch aus. Oh, ich weich doch aus. Du willst mich doch verarschen. So ein Käse. So ein Käse. Okay, meine Lieben, wir müssen es beim nächsten Mal machen. Kleiner Mini-Boss-Kampf bei Achilles, also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Phoenix.